Der Sonntagstipp aus dem Allerweser Verlag präsentiert euch mit 10 Bier durch die Woche. Die Sonntagskolumne für Augen, Ohren und den Geist. Von und mit Franz 10 Bier. Ei, 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 Leute, 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 Landwirte, Fleischmasken, patentierte Tiere, patentierte Politiker und den Menschen nennt man der Einfachheit halber Verbraucher. Das Wort Dioxinei wird es sicher an die Spitze der Liste der Worte des Jahres schaffen. Da bin ich mir sicher. Fragt man gezielt im Discounter, wo denn die Dioxineier zu finden seien, schaut ein das Personal völlig entrückt an. Keiner fragt, was ich damit will. Dezent bekomme ich den Hinweis, an Ihrer Stelle würde ich lieber die Bio-Eier nehmen. Die sind heute auch im Angebot. Ich grübel kurz, was mir die Verkäuferin damit sagen will. Enthalten die etwa mehr Dioxin? Oder denkt sie etwa an meine Gesundheit und an ihren Job, damit ich ihr als Kunde erhalten bleibe? Dabei wollte ich die Eier ja überhaupt nicht selber essen. Am Wochenende kommt meine lästige Verwandtschaft mal wieder zu Besuch, um sich mal wieder bei mir richtig durchzufuttern. Tagelang habe ich Kochbücher gewälzt über Bioleck, Zacherl, Hannelore Kohl, Dr. Oetker, ich kann sie gar nicht alle aufzählen, nur um herauszubekommen, was sich alles aus möglichst vielen Eiern machen lässt. Mein Hintergedanke dabei, Sie werden es bereits erahnen, mich so von meiner lieben Verwandtschaft zu entledigen, damit ich sie beerben kann. Tolle Sache. Ganz legal. Mich trifft keine Schuld. Der perfekte Mord. Mit einer kleinen Notlüge, dass ich die Eier aus einem Hofladen habe, kann ich gut leben bis zu ihrem Ableben. Aber da wird ja nun leider nichts draus. Waren alle schon vergriffen. Wirklich schade. Aber ich habe noch Geflügel in der Truhe. Auf den Lebensmittelverpackungen findet der Verbraucher jede Menge verwirrende Informationen, zum Beispiel Brennwert. Das interessiert doch keinen wirklich, außer man will die Lebensmittel verheizen. Oder? Dann noch Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett, Natrium und Ballaststoffe. Ballaststoffe? Was die Lebensmittelindustrie wohl damit meint? Dioxin und andere Gifte? Die sozusagen Ballast für den sind, der sie verspeist? Die ehemalige niedersächsische Landwirtschaftsministerin Astrid Katharina Josephine Grodelüschen war auch so ein Ballaststoff in der Landesregierung. Jedem, der des Plattdeutschen mächtig ist, hätte nach einer kurzen Analyse des Nachnamens sich seinen Teil denken können. Grode Groß und Lüschen lügen. Aber wo der Ministerpräsident von Niedersachsen auch so einen typischen norddeutschen Nachnamen trägt, braucht es einen nicht verwundern, dass er sich so ein Dioxin-Kuckucksei ins Kabinett gelegt hatte. Bis zur nächsten Woche verbleibe ich ganz herzlich, euer Franz 10 Bier. Das war mit 10 Bier durch die Woche, präsentiert von der Parkbank. Parkbank, kein Konto bei Hartz IV, kommt zu uns mit ein paar Bier. Prost! Parkbank, überall und nah, immer für den Kunden da. Eine Produktion in Zusammenarbeit mit der Nightpage Media. Mit freundlicher Unterstützung der Agentur für Pressekommunikation in Uchte.